So, einen wunderschönen Willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Ja, gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin und Oscar noch ein bisschen geschaut habe. Also, ja, war eigentlich schwachsinnig, dass wir jetzt hier wirklich Richtung Novera wieder geflogen sind. Wobei explizit natürlich stand in das Strenus-System, ne? Und in der Nähe von Xavin, das wird aber nicht so angezeigt. Hier, unbekannt, ne? Da, ganz, ganz fies gemacht. MSV... Majesty, keine Ahnung, ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist es ein Schiff, das heißt ja Majestät oder so, ne? Ich kann es nicht aussprechen. Ist ein menschliches Modullastschiff der Kovlun-Klasse. Keine Ahnung. Das Schiff ist ein Wrack. Alle Abteile sind offen und dem Weltraum ausgesetzt und der Fusionskern leckt. Die Schäden scheinen durch Massenbeschleunigungsbeschuss anderer Raumschiffe verursacht zu sein. Registrierung, Privatbesitz, Captain Willem. Scan. Eine schwache Spur radioaktiver Partikel, wahrscheinlich von einem atomaren Unterlichtgeschwindigkeitsantrieb, hat sie auf den nahegelegenen Planeten Xavin geführt. Okay. Xavin, ja. Land. Ach, jetzt kann. Worauf muss man erstmal kommen? Ich nehme mal Ashley mit wieder und Urdnot. Annehmen. Nee, das ist gut über. Ja, doch. Annehmen. So. Fies versteckt. Gut, Tagebuch. NES Piraten nach Xavin begeben. Ja, genau, das habe ich ja jetzt getan. Ah. Gut, Ashley. Oh, was hast du? Du hast hier nichts für... Banshee 2. Nimmst du mal das da. Banshee 2 kann sowas von weg. Sturmgewehr. Nee, da hast du auch nichts für. Waffenwirkung, Schildumgehung. Machst du mal das da? Ist ja voll schlecht bewaffnet. Das geht ja gar nicht. So, da kriegst du auch mal eine neue Rüstung. Wie siehst du? Ja, okay. Das kann auch weg. Wie schaut das mit dir aus, Urdnot? 25, 35. Das ist die Polaris. Dann kriegst du das da. Phoenix kann weg. Stinger, Striker weg. Und Banshee kann weg. Er sieht aus wie so ein Taucher. Okay. Speichern. Gut, dann schauen wir uns mal auf Xavin um. Ich bin gespannt. Wir sind da. Am nächsten geht es zur Anomalie. Ja, wir fangen mal da Richtung Richtung Süden an, bei dieser Anomalie. Fahren wir jetzt einfach mal hin. Bin richtig. Ja. Muss einfach nur geradeaus fahren. Hat da gerade jemand geschossen? Nee, keine Ahnung, dann habe ich Hallus, Verzeihung. Ich wollte schon meinen. Ja gut, dann fahren wir erstmal dahin. Das ist gleich um die Ecke quasi. Was ist denn das hier? Iridiumfunken, das ist doch schön. Da ist eine Leiche. Entdeckung. Offensichtlich hat dieser Mann vor seinem Tod versucht, das nahegelegene Mineralvorkommen zu markieren. Es lässt sich nicht klären, ob er umgebracht wurde. Okay. Oh Gott. So, Mineralvorkommen. Schwermetallvorkommen entdeckt. Sie haben ein kleines Iridiumvorkommen entdeckt. Schön.
Gut. Haben wir das, ja? Nein, bitte nicht zurück. Wir sind jetzt da, dann fahren wir jetzt Richtung verlassenes Camp. Ja, bisher keine Feinde. Gibt es vielleicht auch nochmal irgendwann einen Planeten, wo ein bisschen mehr blüht oder so? Das ist aber so trostlos hier. So. Was haben wir denn hier? Ah, oh, ist das kalt. Eieieiei. Generator. Entdeckung. In diesem Lager scheint niemand mehr zu sein. Der Generator funktioniert noch, aber es gibt keine Anzeichen auf frühere Bewohner. Der Computer des Lagers listet diverse Standorte von Interesse auf. Okay. Oh, krass. Hier gibt's aber ordentlich, ne? Geben Sie den Befehl. Ruhe. Hier gibt's aber ordentlich was zu entdecken. Dann fahren wir jetzt dorthin. Oder kann ich hier noch irgendwas machen? Nee, okay. Nee, gut, dann fahren wir weiter. Fahren Stufe 1. Wie viele Gefahrenstufen gibt es denn eigentlich? 3, 4, 5, 6? Wie wirkt sich das aus? Aber das werden wir wahrscheinlich eh noch erfahren. Je nachdem, wie kalt oder heiß oder was weiß ich, gefährlich das Ganze ist. Ja, viel gibt es zu diesem Planeten nicht zu sagen. Außer, dass du hier Schneemänner machen kannst bis zum Erbrechen. Was haben wir hier? Das ist wahrscheinlich wieder... Ja gut, da hätte ich wieder... jemanden für die Elektronik gebraucht. Da bin natürlich jetzt niemanden dabei. Ja, Elektronik, Fertigkeit zu gering. Ist natürlich ganz toll. Oh shit, Mann. Kann ich speichern? Oh shit. Wieder so ein Hi-O-Pi. Okay, Hälfte hat er noch. Muss echt in Bewegung bleiben. Oh shit, 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 shit. Der ist ja noch nicht down. Oh boah. Oh 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 oh. Sehr gut funktioniert. Gut, dann fahren wir jetzt zu der Anomalie dort. Also die sind irgendwie überall, diese komischen Würmer. Haben sich das Gefühl auf jedem Planeten irgendwie heimisch gemacht. So, Anomalie, was bist du? Uralte Trümmer, okay. Ja. Wie eben willst du es haben? Bergen. Artefakt Bergen. Ja, ich hasse es. So. Insignien gefunden. Dieses Fragment scheint von einem alten Frachtermodell zu stammen. Ein Teil davon ist mit den Insignien des Chadi Außenpostens gekennzeichnet. Ich meine, es gibt richtig Kohle. Gut, haben wir das auch. Dann geht es jetzt dorthin. Ich glaube, das war ja auch noch so ein Vorkommen, was durch diesen Generator gekennzeichnet wurde. So.
Das ist ganz gut. Also je mehr Vorkommen wir jetzt hier finden, desto besser. Weil dann lösen wir auch nebenbei noch die anderen Quests mit den Vorkommen. Oder den Sieg mit den... shit. Das hat sogar ein bisschen dem Vorderrad geschadet gerade, glaube ich. Oder es war ein Treffer von dem Dreschlund. Das kann auch sein. Leicht Metallvorkommen gefunden. Sie haben ein großes Kobaltvorkommen entdeckt. Schön. Gut, dann geht's jetzt als nächstes Richtung Anomalie wieder. Ich fühle mich eigentlich mehr als Forscher gerade als Soldat, aber okay. Oder Geologe. Wie auch immer. Der Sender war eine Falle der Geht. Na schön. Cool. Oh, was bist du denn? Geht Kampfläufer. Komm her. Das Schild ist noch einigermaßen in Ordnung. Okay. Mhm. Der putzelt auch sich hier ein zurecht. Das andere ist wesentlich effektiver. Schön. Alle weg? Sehr gut. Wie kann ich den nochmal reparieren? F, D, H? Ah ja. Schön. Gut, ein Schild lädt sich jetzt alleine auf. Trotzdem hier noch irgendwie was zu entdecken? Aber ich habe ja irgendwie wieder was im Inventar bekommen. Genau. Energiegewebe. Rüstung. Alles Rüstungsupgrades und. Eieiei. Ja, gib mal her. Medizininterface. Gesundheitsregeneration. Giftresistenz. Das werde ich mal für Garros aufbewahren. Das gefällt mir ganz gut. Ashley. Du bekommst mal gegen synthetische. Oh Gott, was hast du denn hier alles an Shit drin? Ne? Schredder. So. Alles weg damit. Das brauchst du nicht. Abkühlung, das will ich auch nicht. Schildumgehung. Phasen auch nicht. Nimmst du mal Hammer. So. Rüstungsupgrade. Nimmst du Schadensschutz? So, das hau ich mal weg. Und bei Ashley schaue ich jetzt auch nochmal eben. Ashley. Was hast du hier drin? Notfallinterface? Ach komm. Schmetterschaden. Ihr Helm gefällt mir schon richtig gut. Ja komm, machen wir das mal. Das andere kriegt dann Garros. Schön. Okay, wunderbar. Richtung Dingsterbumster. Was ist das? Ach, keine Ahnung. Sehen wir gleich. Ich glaube, das war wieder ein Vorkommen.
Susu wollten uns die Geht überraschen. Klein Schlingel. Ja, ganz cool, wenn man das Marco auch nochmal irgendwie auftun könnte oder so. Das hätte auch nochmal was. Oder mit irgendwelchen anderen Fahrzeugen mal rumkurven könnte. Oh, shit, ich bin ja schon da. So, was ist das denn jetzt hier? Palladium-Vorkommen. Suche nach Mineral. Palladium-Vorkommen entdeckt. Gut. Boah, es gibt richtig, richtig Kohle. Da können wir bald mal richtig schön shoppen gehen. Okay, das ist jetzt echt zu steil. Schön. Letzter Punkt. Piratenbasis. Trojanisches Wrack war ich. Geht's denn da? Ja. Piratenbasis. Okay. Knüpfen wir uns die Banditen mal vor. Zeigt mal, was ihr drauf habt. Oder da ist aber einiges an roten Punkten. Große rote Punkte sogar. Das müssen auch irgendwelche Fahrzeuge oder Kampfläufer sein. Ich weiß nicht, was die so drauf haben. Oder Geschütze. Okay. Die jetzt komplett zervögelt. Da, okay. Auch down. Ups. Da hinten. Okay. Das ist nur eins. Da ist doch auch einer. Auch weg. Sehr geil. Jetzt ist da nur noch ein einziges Geschütz. Das treffe ich aber so nicht. Und zwar dort. Hä? Mach ich damit? Ja, jetzt treffe ich. Okay, interessant. Schön. Okay, Good Nord, dein Job. Jetzt kannst du richtig loslegen. Aber wir haben hier wieder was. Ach, was ist denn das? Präzisionsgewehr Reaper. Das nehme ich mal. Oder auch nicht. Das kriegst du. Waffenwirkung. Und, oh Gott, die hat ja auch noch mega schlechtes Gewehr am Start. So, weg damit. Speichern, ganz wichtig. Kein Bock, den ganzen Shit nochmal zu machen. Okay. Diffusion Sicherheitszelle. Ja, genau, springen wir gleich vor. Harley. Williams. Nee, Shepard. Nein, Ashley meine ich. Jetzt hab ich's. Mach mich wahnsinnig. Stufenaufstieg, geil. Okay. Ashley, du machst mich wahnsinnig. Achso. Ah. Jetzt richtig zerklatscht. So, ich helfe euch mal. Entsichert und geladen. Hau ihn weg. Alter. Dankeschön. Na komm. Alles weg hier. Ich sehe jetzt zwar nicht, aber alles. Okay, den. Er hat sich komplett in Luft aufgelöst. Okay, nur noch einer. Die sind gar nicht so schlimm. Los, los, los! Das machst du. Komm, mach den fertig.
Leute, komm. Los, los, los! Jetzt mach ihn fertig da. Komm, Angriff, Angriff. Unfassbar, ne? Also die KI von meinen Kollegen ist komplett für den Arsch. Komplett. Ich hoffe echt, dass sie das in den anderen Teilen verbessert haben. Ja, Squad. Wir haben wieder 2 Punkte. So, auf was wollte ich denn eigentlich hinarbeiten? Präzisionsgewehr wäre noch interessant. Ich habe 2 Punkte. Einschüchtern. Komm, ich mach mal. Gut, erhöht den Schaden um 10%, verbessert die Präzision um 17%. Das ist natürlich ganz geil. Und dann machen wir nochmal hier bei Soldat einen Punkt rein. Ausrüstung. Schrotflinte Hurricane und Hammer. Präzisionsgewehr, ja. 158. Die kriegst du. Weg mit der scheiß Storm. Das ist ja nicht mehr lustig. Urdnot, was hast du? Dann kriegst du die Hammer. Zufrieden? Schön, ich auch. Weiter geht's. Da ist eine schnieke Kiste. Da ist auch noch eine. Hä? Alles cool, alles cool, alles cool. Stiletto, Stunge. Ja, wir schauen mal wieder. Was habe ich hier? Der macht gar nicht mal so wenig Schaden, das Ding. Kann weg. 177. Wie viel macht denn meine? Ich habe dieselbe. Dann kriegst du die. So, mittelschwer Mensch. 30, 180. Gut, die bewahre ich auf. Dann kann. Ja, nee, die bewahre ich auf. Jetzt. Oh, sorry. Auch noch die nebenbei treffe, aber wie komme ich denn da? Kann ich da nicht irgendwie hin? Keine Ahnung, was das ist. Wir sind überall noch diese komischen Energieanschlüsse, ne? Die Chiffrierung so zu gering. Aber jetzt hätte ich Tali gebraucht, das ist jetzt zum Heulen. Zugriff. Codex. Schiffe und Fahrzeuge. Raumkampf. Allgemeine Kampfstrategien. Auf Planetenoberflächen abgefeuerte Projektile fallen auf zur Erde zurück, wenn ihre Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft und des Luftwiderstands aufgehoben wird. Im Weltraum haben Projektile eine unbegrenzte Reichweite. Sie fliegen so lange, bis sie auf etwas treffen. In der Praxis wird die Feuereffizienz bestimmt durch die Geschwindigkeit und Genauigkeit des abgeschossenen Projektils und die Manövrierfähigkeit des Zieles. Ab einer bestimmten Entfernung übersteigt die Ausweichfähigkeit eines kleinen Schiffes die höhere Feuergeschwindigkeit eines großen Schiffes. Die Raumkämpfe auf höchsten Entfernungen finden zwischen den Schlachtschiffen statt. Sie haben die höchste Feuergeschwindigkeit, aber auch die geringste Manövrierbarkeit. Die Feuergefechte auf kürzester Entfernung liefern sich Fregatten mit vergleichsweise langsamen Projektilen, aber hoher Manövrierbarkeit. Schlachtschiff. Kämpfe beginnen meist mit einem Artillerieduell der Hauptkanonen auf extremen Entfernungen und von zehntausenden Kilometern. Bei der Annäherung der Flotten vermeiden die Schiffe es, dem Feind die Flanke zu zeigen und versuchen weiterhin, die Bugkanone auf die anderen Schiffe zu richten. Dann werden Jäger entsendet, um nach Möglichkeit Disruptor-Torpedos abzufeuern. Eher vorsichtige Kommandanten versuchen den Gegner mit Distanzfeuer und Jägerangriffen zu zermürben, bevor sie einen Vorstoß wagen. Aggressiver vorgehende Kommandanten rücken vor, um ihre Kreuzer und Fregatten einsetzen zu können. Auf langer Reichweite erweisen sich die Hauptgeschütze der Kreuzer als sehr effektiv. Eigene Abfangjäger öffnen das Feuer auf die feindlichen Jäger, bis die Angreifer in Feuerreichweite des Guardian-Systems des Schiffs kommen.
Die Schlachtschiffe feuern aus der Entfernung und wurden von kleineren Schiffen gedeckt. Es liegt an den Kommandanten zu entscheiden, ob sie sich auf eine Nahkampfschlacht einlassen oder sich in ULG zurückziehen wollen. Auf mittlere Reichweite können die Schiffe die jeweiligen Geschütze auf der Schiffsbreitseite einsetzen. Wenn die Flotten erst einmal ineinander gefahren sind, wird ein geordneter Rückzug schwierig. Schiffe mit beschädigten kinetischen Barrieren sind besonders anfällig für die Wolfsrudel der Fregattenflottillen, die auf der Suche nach geeigneten Zielen durch das Schlachtfeld rasen. Nur Jäger und Fregatten lassen sich auf die Nahkämpfe in einem Bereich von 10 Kilometern oder weniger ein. Die Jäger können mit ihren Disruptor-Torpedos die kinetischen Barrieren der feindlichen Schiffe beschädigen, um dann die eigenen Fregatten angreifen zu lassen. Die Guardian-Laser sind mächtige Waffen, die anfliegende Jäger abschießen und Schiffspanzerungen verbrennen können. Die Hauptgeschütze von Schlachtschiffen und Kreuzern erweisen sich auf kurze Entfernung als ineffektiv, weil sich der Bug nicht so schnell auf bewegliche Ziele ausrichten lässt. Auch überhitzte Antriebe können für zusätzliche Probleme sorgen. Finde ich extrem interessant, ne? Die haben sich da aber echt was gedacht und es ist auch natürlich auch alles logisch, was sie da so schreiben. Also gefällt mir sehr gut. Oh, Captain Willem. Anomalie identifiziert. Sie haben die Leiche von Captain Willem von der MSV Majesty. Entdeckt. Seine schon steifen Finger hielten ein kleines Datenpack umklammert. Datenpad nehmen. Tagebuch. NIS-Piraten. Garrett finden. Finden Sie einen Mann namens Garrett im Citadel-Turm. Berichten Sie ihm, dass sein Bruder Willem von Piraten getötet wurde. Okay. Gut, dann haben wir das hier auch. Ach, hochsteigen? Ach. Okay. Das wusste ich. Ach so. Ich muss echt extra E drücken, um irgendwelche Sachen hochsteigen zu können. Naja, gut. Was haben wir denn hier? Banshee. Alles nehmen. So. Ausrüstung. Banshee 162, 180. Naginata, das bekommst du. Dann kann das weg. Ja, wenn ich hier zwei davon habe, dann kannst du das auch haben. Ladina, Schilde. Ne, ist schon in Ordnung so. Gut, dann gehen wir nochmal runter. Ich glaube, da unten war irgendwie noch ein Spind. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und nee, noch eine Tür ist da, alles klar. Spind. Fertigkeits. Oh, das ist echt doof. Da hätte ich echt Tadi mitnehmen sollen. Aber woher soll ich das denn riechen? Müllkanister. Ja, ist nichts drin. Ansonsten ist hier echt nichts mehr. Ich habe auch nicht so viel Bock, jetzt hier nochmal zurückzukehren. Nur, also jetzt noch Metalli im Gepäck. Ich muss jetzt alles nochmal machen. Also wenn, dann mache ich das, glaube ich, eh wieder offscreen. Gut. Ich glaube, dann haben wir das jetzt hier auch alles soweit. Fertig. Dann können wir uns jetzt zur Normandy zurückkehren. So rum. Und ja, ich würde sagen, wir machen Cut und im nächsten Part, dann kümmern wir uns weiter natürlich um diese ganzen Nebenmissionen, die optionalen Quests. Was haben wir jetzt noch hier eigentlich am Start? Tagebuch, Aufträge. So, genau, das war das, was wir in diesem Part bekommen haben, dieser Auftrag. Nassana treffen, da müssen wir auch zur Citadel. Genau, die VI sollen wir ja ausschalten. Ja, und ansonsten haben wir hier noch 2000 Asari-Schriften, die wir finden sollen. Irgendwelche, na gut, das ist das Kampfzeichen. Die Mineralien, ist klar. Ja gut, machen wir dann im nächsten Part und ich hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Mass Effect. Also haut rein, bis dann und ciao.